Nintendo hasst dich. Ja, wirklich. Ich meine, guck dir das mal an. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Die hassen nicht dich im Speziellen, aber sie hassen ihre Community. Insbesondere die E-Sports-Community. Wobei man in Bezug auf Nintendo nicht mal so richtig von E-Sports sprechen kann, wenn man das Ganze mal mit den League of Legends Meisterschaften vergleicht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vor einigen Monaten schon haben wir von den schlechten Bedingungen der E-Sports-Szene rund um Nintendo gesprochen. Und jetzt haben die nochmal neue und ehrlicherweise schlimmere Richtlinien eingeführt. Das jeweilige Game, was gezockt wird, darf beispielsweise nicht mehr Bestandteil des Turniertitels sein. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Mario Kart Turnier habt, dann darf es auch nicht Mario Kart Super Tournament whatever heißen. Der Spieltitel darf nicht mehr im Turniertitel drin sein. Nintendo-Charaktere dürfen auch nicht als Dekorationen auf der Ankündigung oder in den jeweiligen Locations des Turniers abgebildet sein und selbst das Preisgeld wurde massiv eingeschränkt. Und das sind jetzt auch nur die Highlights der neuen Regeln. Worum genau es eigentlich bei den neuen Richtlinien geht, warum Nintendo diese eingeführt hat und wieso das so extrem bescheuert ist, darum geht's im heutigen Video. Eigentlich hat die Geschichte E-Sports und Nintendo richtig gut gestartet, denn Nintendo hatte eines der ersten E-Sports-Turniere überhaupt gehostet, nämlich im Jahr 1990 die Nintendo World Championships, manchmal auch Nintendo Powerfest 1990 genannt. 1999 kam das erste Super Smash Bros. Für das Nintendo 64 und danach ging es auch so, ja, ein wenig downhill. Smash Bros. Sollte eigentlich gar kein E-Sports-Titel sein. Anfangs hat Nintendo das auch ignoriert, dass es dies irgendwie geworden ist. Aber dann erschien 2001 Melee und 2008 Brawl und die Smash Bros. Competitive-Szene war so richtig geboren. Nintendo hatte allerdings noch immer so wirklich gar keinen Bock auf die ganze Nummer. 2010 hat Nintendo zum Beispiel das Streamen des Brawl-Turniers bei der MLG verboten. Und 2013 haben sie das Smash-Turnier der Evo, quasi das größte E-Sports-Turnier im Bereich Fighting Games, versucht zu verbieten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort versucht, denn der Backlash der Community war hier so groß, dass Nintendo zurückrudern musste. Trotzdem haben sie 2022 die Smash World Tour verboten und auch das Finale des offiziellen lizenzierten Panda Cups konnte nie stattfinden, auch wenn das nicht direkt von Nintendo angeordnet wurde. Die Geschichte haben wir allerdings in einem anderen Video schon mal erklärt, findet ihr jetzt oben rechts in der Infocard. Nintendo hat über die Jahre also schon sehr deutlich gezeigt, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf E-Sports haben. Um das Ganze aber auch noch zu toppen, gibt es jetzt die neuen Community-Tournament-Richtlinien. Und ja, richtig gehört, Community-Tournament-Richtlinien. Das betrifft also nicht nur die großen E-Sports-Turniere, sondern selbst ein kleines Turnier, irgendwie privat organisiert von ein paar Fans und dann, keine Ahnung, irgendwie kurz auf Facebook oder Instagram oder TikTok beworben. Und ja, wo kein Kläger, da kein Richter, aber dennoch gibt es den Spielern hier ein eindeutiges Zeichen. Turniere sind scheiße und kompliziert und am besten macht ihr sowas überhaupt nicht, vor allem nicht mit einem Nintendo-Spiel. Aber ich weiß, was euch jetzt am meisten interessiert. Was besagen denn diese neuen Regeln? Und jo, die Liste ist sehr lang. Es dürfen zum Beispiel keine finanziellen Gewinne erzielt werden. Kosten für das Turnier, also zum Beispiel für die Location, Preisgelder und so weiter und so fort, dürfen zum Beispiel durch Eintrittspreise dann abgedeckt werden. Ein Überschuss muss allerdings zurückgezahlt werden. An einem Offline-Turnier dürfen nicht mehr als 200 Personen teilnehmen. Online sind es maximal 300. Die Teilnehmergebühr darf niemals mehr als 20 Euro betragen. Eintritt für Zuschauer darf niemals mehr als 15 Euro betragen. Der Eintritt der Zuschauer darf nicht für Turnierpreise verwendet werden, aber für die Location und sonstige Kosten. Und Online-Turniere dürfen generell überhaupt gar keinen Eintritt verlangen. Preise dürfen niemals einen Wert von 5.000 Euro überschreiten. Der Gesamtwert aller Geldpreise darf innerhalb eines Jahres die 10.000 Euro nicht überschreiten. Wenn Eintritt und Teilnehmergebühren verlangt werden, dann müssen alle Einnahmen und Ausgaben auch öffentlich zugänglich gemacht werden, auf einer Webseite oder via Social Media. Sponsoren sind übrigens generell verboten, sowohl als Geldsponsor als auch durch Goodies, Services und Co. Teilnehmer müssen der Monetarisierung von Videos des Turniers übrigens auch zustimmen. Der Gewinn durch die Monetarisierung dieser Videos darf innerhalb eines Jahres die 10.000 Euro nicht überschreiten. Turniere dürfen nicht als offiziell oder sponsored bei Nintendo gelabelt sein. Zugegebenermaßen, das ist ja sogar, also das ist, ja, kann ich nachvollziehen. Der Turniertitel darf kein Nintendo Trademarks oder IPs beinhalten. Also zum Beispiel das große Mario Kart Community Turnier wäre hier schon verboten. Selbst Abwandlungen oder nur noch das Mario Turnier wäre nicht erlaubt. Das Spiel darf aber bei der Ankündigung in der Beschreibung des Turniers erwähnt werden. Mal hin. Logos, Charaktere, Artworks und so weiter dürfen nicht verwendet werden, auch nicht als Deko. Ihr dürft also in der Location keine Mario-Deko oder irgendwas in dieser Art rumstehen haben. Aber es darf immerhin das Gameplay der Teilnehmer gecaptured und gezeigt werden. Dankeschön dafür. Gemoddete oder gestohlene Versionen der Spiele sind strengstens untersagt. Okay, das ist, also,
Das ist doch hoffentlich klar. Ich weiß, es gibt viele Modded-Varianten bei Mario Kart oder auch bei Smash. Dass die aber Nintendo nicht gerne sieht, das, ja, verstehe ich sogar. Außerdem muss man den Online-Service von Nintendo verwenden. Gut, das dürfte auch wenige überraschen, auch wenn es den einen oder anderen jetzt aufregt, aber ja, das ist halt so. Ach so, und zu guter Letzt, Essen, Getränke und Merch darf nicht verkauft werden? Nani? Merch darf nicht verkauft werden? Okay, Essen und Getränke nicht? Die Leute, ich darf kein was? Das steht so wirklich da. Was? Okay. Also, okay. Ja, wie erwähnt, da sind ein paar Richtlinien dabei, die logisch sind, aber das mit dem Essen und... Das ist ja... Okay. Sowas wie, das Turnier folgt den gesetzlichen Gegebenheiten, Veranstalter sorgen für die Sicherheit ihrer Teilnehmer, Preise sind legal und den ganzen anderen Kram, das ist ja alles verständlich. Aber dass ich nicht mal, weiß ich nicht, eine fucking Cola verkaufen darf für von mir aus 1 Euro? Okay, gut. Naja. Gut, erstmal durchatmen, denn das war relativ viel. Warte mal, riecht ihr das? Das sind gebrannte Mandeln, Waffeln, Glühwein und, oh mein Gott, Bratapfel. Aber warte mal, das ist ja, oh mein Gott, das ist ja Next Tier Bratapfel. Das ist nämlich der neue Just Legends Performance Booster Baked Apple. Ja, ja, richtig gehört. Der gebratene Apfel zum Trinken, passend zur Weihnachtszeit. Just Legends haut da also mal wieder einen aus der Kreativstube raus. Falls ihr heute also keinen Bock auf Weihnachtsmarkt habt, kein Problem. Einfach einen Löffel von dem neuen Just Legends Baked Apple nehmen, den ordentlich mit Wasser durchmixen und dann genießen. Und klar, könnte man auch warm trinken, wenn man möchte, aber kalt schmeckt er genauso gut. Die Just Legends Performance Booster geben dir dank natürlichen Koffein aus Guarana auch den Fokuskick, den du über den Tag so benötigst. Also, falls gerade deine Gaming-Runde irgendwie nicht so gut läuft oder du gerade noch für eine Prüfung lernen musst, hier ist dein perfekter Partner. Und falls du jetzt sagst, na, Baked Apple ist nicht so mein Geschmack, kein Problem. Über den ersten Link in der Videobeschreibung, beim angepinnten Kommentar oder auch diesen QR-Code landest du auf der Webseite von Just Legends und kannst dir da einfach einen passenden Geschmack für dich raussuchen. Und wenn du schon dabei bist, vergiss nicht den Code Gaming Clerks zu benutzen beim Checkout, um 15% auf deine komplette Bestellung zu sparen. Jaja, also egal welchen Performance Booster, du sparst 15%. Also gönn dir was von Just Legends und ganz ehrlich, probier Baked Apple. Der ist wirklich unglaublich lecker. Also außer du findest Apfel total doof, dann ja, such dir halt was anderes aus, meine Güte. Community-Turniere dürfen also nur noch 200 bis 300 Teilnehmer haben. Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren sind gedeckelt auf 15 bzw. 20 Euro. Preisgelder dürfen keine 5000 Euro überschreiten. Und die Veranstalter dürfen keine Gewinne mit dem Turnier erzielen und dürfen keine Bilder, Namen etc. von Nintendos IP nutzen. Ach ja, und das Verkaufen von Essen und Getränken ist verboten. Was zum... Das ich... Ja. Ach ja, und wenn eine Firma Turniere veranstalten möchte und nicht eine einzelne Person, dann brauchen sie natürlich auch noch eine spezielle Erlaubnis von Nintendo und ich bezweifle irgendwie, dass man diese in irgendeiner Weise bekommen kann. Und damit wäre auch relativ klar, wie zum Teufel soll man eigentlich ein E-Sports-Turnier offiziell veranstalten, welches eine Nintendo-IP in irgendeiner Weise thematisieren soll? Richtig, gar nicht, denn die Hürden, die Nintendo hier einen entgegenschmeißt, sind so nervig und so umfangreich, dass man da erstens überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hätte, sich da durchzukauen und zweitens, cool, wenn die Preisgelder so super niedrig sind, wird man es niemals schaffen, hier eine große Competitive-Szene professionell aufbauen zu können, weil dann, hey, hohe Preisgelder locken halt auch E-Sport-Teams bzw. generell Leute an, aber also wirklich. Und ach so, falls ihr denkt, hey, wir wollten ein Mario Kart-Turnier bei mir an der Schule veranstalten, ja, für Schulen gelten die Richtlinien irgendwie auch. Da gibt es sogar noch mal extra Richtlinien von Nintendo, damit das bloß nicht die Klasse 4B und 4A irgendwie ein Mario Kart Turnier veranstalten darf. Ich kotze, also es ist wirklich... Also mal abgesehen von den ganz großen E-Sports Turnieren, auf denen Nintendo Games sowieso nicht so sonderlich vertreten waren, Smash- und Mario Kart Turniere gibt es halt oft auf solchen Anime-Messen. Und technisch gesehen... wären die jetzt eigentlich nicht mehr erlaubt, beziehungsweise müssten den Regularien von Nintendo entsprechen. Das allerdings ist ja gar nicht so leicht umzusetzen, denn auf den Messen bezahlt man immer einen Eintritt. Den Eintritt bezahlt man aber nicht explizit, um das Mario Kart Turnier zu sehen, sondern, naja, die jeweilige Messe. Wie man das jetzt irgendwie... Das ist ja ein... Das... Ja... Ach, keine Ahnung. Es, Nintendo... Essen und Getränke kann ich auf einer Messe auch kaufen. Auf der Gamescom kann ich für 15 Euro eine Käsebrezel kaufen, die scheiße schmeckt. Ja, das darf die Gamescom dann ja eigentlich nicht mehr.
Bedeutet das aber eigentlich auch, dass wenn irgendein Messestand so ein kleines Mario Kart Turnier da veranstaltet, dass die das eigentlich auch nicht dürfen? Weil eigentlich dürfen die das dann ja nicht. Oder die dürfen es, aber dann darf die Gamescom keine Brezeln verkaufen. Eieieiei. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht so ganz, was Nintendo sich bei diesen ganzen Regeln gedacht hat. Klar, vieles klingt erstmal danach, vor Abzocke, Scam und den ganzen anderen Kram zu schützen. Dabei geht es wahrscheinlich insbesondere um die jüngere Generation. Aber wer Kinder abzockt, der tut das auch, wenn diese Regeln existieren. Vielleicht will Nintendo hier auch einfach irgendwie nur die Kontrolle über ihre eigenen Games behalten und vergisst dabei, dass sie diese zwar entwickeln, aber letztendlich die Community diejenigen sind, die sie am Ende großartig machen und vor allem auch lange am Leben halten. Und ich bin ehrlich, Nintendo ist echt absolut bescheuert, diesen Teil ihrer Community so stark auszubremsen. Denn E-Sports ist ein riesiger Erfolg und er ist vor allem in den letzten Jahren immer mehr zum Mainstream geworden. Epic, Riot und Blizzard haben hier vor allem gezeigt, wie E-Sports geht und wie viel Spaß das eigentlich auch machen kann. Um euch das mal in Zahlen zu verdeutlichen, 2020 wurden im E-Sports-Bereich rund 950 Millionen Dollar weltweit umgesetzt, zumindest laut dem Marktforschungsunternehmen Newzoo. Der weltweite E-Sports-Markt soll laut dem Verband der deutschen Games-Branche im nächsten Jahr sogar auf 1,6 Milliarden Euro wachsen und das ist absolut insane. Gut, okay, der Bericht, den ich hier habe, der ist von 2020 und zwischen 2020 und 2022 gab es ja so ein paar kleine Probleme. Aber die wertvollsten E-Sports-Unternehmen aktuell werden auch mit 400 Millionen US-Dollar bewertet. Long story short, E-Sports ist eine Branche geworden. Und ob Nintendo da mitmachen möchte oder nicht, das können sie natürlich frei entscheiden. Sich so vehement allerdings gegen E-Sports zu wehren und vor allem der Community auch damit zu signalisieren, ey, selbst eure kleinen Community-Turniere, die dürft ihr sinngemäß gar nicht mehr abhalten. Ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Zeichen ist. Nintendo könnte ja sagen, ey, wir haben keinen Bock auf E-Sports, aber wenn ihr selbst Turniere machen wollt, dann dürft ihr das und das sind die grundsätzlichen Regeln. Diese Regeln müssen aber auch irgendwie es ermöglichen, dass man ein solches Turnier überhaupt durchführen könnte. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir den Regelkatalog so durchlese, dann, hätte ich da keinen Bock drauf.